Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier gerade zu einem Talk von Uli Klemann, seines Zeichens Systemadministrator, darf also sich mit Computern und Menschen, die sie benutzen, herumschlagen. Und er wird uns heute etwas erzählen über Open Source Intelligence, was man damit machen kann und warum das alles vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist. Ein Riesenapplaus und viel Spaß. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, ich lasse die Damen und Herren hier noch Platz finden. So viel Zeit haben wir ja. Ja, es sind noch Plätze frei, nur hinein. So, können wir anfangen? Are you ready to rumble? Okay, fangen wir an. Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem kleinen Kurzvortrag mit dem schönen Titel Unlocking the Power of OSINT. Frage mal vorab, OSINT, der Begriff, ist geläufig oder ist vielleicht jemand dabei, der sich da gar nichts drunter vorstellen kann? Ja? Okay. Dann fangen wir Adam und Eva an. Es war einmal das älteste und das zweitälteste Gewerbe der Welt, wobei ich mir noch nicht sicher bin, welches davon älter ist. Ja? Wir kennen diese Herrschaften alle, zumindest dem Namen nach. Die Namen sind meist recht kurz und bestehen aus drei Buchstaben, wie zum Beispiel BND, CIA, NSA, DSE, und viele andere, die sogenannten Nachrichtendienste, auch als Geheimdienst verschrien. Was wir aber nicht wissen, wie arbeiten die eigentlich? Was tun die denn? Wie kommen die denn an ihre Informationen? Und da kommt jetzt vielleicht schon die erste Enttäuschung. Den größten Teil der Informationen, die Nachrichtendienste liefern, haben sie aus öffentlich zugänglichen Quellen. Wer sich vielleicht noch erinnert, wir hatten mal einen Bundeskanzler mit dem Namen Helmut Schmidt, lange her, der hielt von seinem Nachrichtendienst eher wenig und soll mal gesagt haben, also was ich in deren Bericht lesen kann, das kann ich auch der Tageszeitung entnehmen. Lag wahrscheinlich daran, dass die auch damals schon den Großteil ihrer Informationen aus der Tagespresse entnommen haben. Gut, damals gab es ja noch kein Internet. So. Fangen wir mal mit meinem Lieblingsspielzeug an, Maltego. Haben wir Ton? Nee. Keinen Ton? Müssen wir da wieder umstellen? Moment, schauen wir mal. Sound, where is sound? Sound ist da. Ah, hat er wieder umgestellt, das Mikro. Soll er doch gar nicht. Ah, was ist das jetzt? Output-Device? Ne, Output-Device, Configuration-Test. Ne, wir haben keinen Ton. Liegt das an mir oder liegt das an euch? Also ich bin auf dem Displayport, HDMI. Sollte eigentlich, ja. Aber wir haben keinen Ton. Vorhin ging's. Steckt der Stecker richtig drin? Müsste er eigentlich? Sieht so aus, aber es kommt nichts. Mal testen? Genau das habe ich vor. Nein. Kein Bild, kein Ton. Wir kommen schon. Ja, ist kein Beinbruch, notfalls machen wir das old-fashioned. Ich mache einfach weiter. Könnt ihr gucken. Scheint also nicht an mir zu liegen. Okay, zurück zum Vortrag. View Presentation.
Ja, ganz kurz zu mir. Er hat es ja schon gesagt. Mein Brot verdiene ich als Süßadmin. Mich selbst bezeichne ich immer als Zirkusdirektor. Mein Zirkus besteht aus einem Cluster mit ungefähr 200 V-Servern, auf denen dann die verschiedensten Applikationen laufen. Und meine Aufgabe ist es, das Ganze so halbwegs im Zaum zu halten und die Wünsche unserer Professoren und ähnlicher Leute halt zu erfüllen, sofern möglich, und ein bisschen darauf zu achten, dass sie keinen Blödsinn machen. Ich würde mich auch so ein bisschen als Hacker bezeichnen, obwohl Programmierung ist nicht mein Steckenpferd, absolut nicht. Aber ich bin ein extrem wissbegieriger Mensch. Ich habe so die Eigenschaft, Dinge zu hinterfragen. Ich interessiere mich schon seit Jahrzehnten für die Arbeit von Nachrichtendiensten. Weiteres Thema ist bei mir Krypto, Datensouveränität, IT-Security. Zero-Knowledge finde ich interessant, aber noch viel interessanter finde ich Open-Knowledge, nämlich den offenen Austausch von Wissen. Etwas, was Nachrichtendienste überhaupt nicht mögen. Ja, was ist Open Source Intelligence, OSINT? Da vielleicht so ein paar Abkürzungen, was steckt dahinter? Wir haben einmal Humint, wir haben Sigint, wir haben Cybint und Denint und OSINT. Humint brauche ich, denke ich, nicht groß zu erklären. Das ist nichts anderes als die klassische Spionage. Die gibt es ja schon seit biblischen Zeiten und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Auch die Motive sind nach wie vor dieselben. Signal Intelligence ist auch ein alter Hut, seit wir in irgendeiner Form per Draht oder sogar drahtlos kommunizieren. Sind Nachrichtendienste bestrebt, diese Kommunikation abzufangen und gegebenenfalls aufzulösen, sprich zu entschlüsseln. Dann haben wir Cyber Intelligence, auch manchmal digitale Netzwerkintelligenz genannt oder auch Denint. Das heißt nichts anderes als in fremde Netzwerke möglichst ungesehen eindringen und sich dort mal umschauen und abfischen, was man kriegen kann. Speicherplatz ist billig, harvest now, analyze later. Was haben wir noch? OSINT. Wenn du möchtest, kannst du es gleich nochmal versuchen. Wir haben jetzt vielleicht eine Lösung. Ja, okay. Schauen wir mal, was brauchen. Alles das sind Disziplinen, die nicht neu sind, auch wenn es neu klingt. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, wir haben Ton. Fangen wir mal mit dem ergiebigsten aller Quellen an. Welcome to this 5-minute video tutorial. In this video, we will talk about how to find a person's online footprint across social media platforms and websites using Multigo. In the past decade, social media platforms have dominated information sharing and become the expression of our digital identities. Through a person's social media activity, we can identify personal information such as preferences, hobbies, social circles, places visited, beliefs, and more. Therefore, it is important for cybercriminal investigators to pore through a person of interest's social media accounts in search of any potential leads and evidence. Since people tend to use the same aliases for their usernames, sometimes the difficulty doesn't lie in finding or verifying the accounts, but in finding them quickly. And if the target person isn't using the same usernames, we must find other ways to identify which other platforms the person is also using. We can easily conduct this type of investigation using the Multigo standard transforms and the free TinEye integration. TinEye is an image search engine that indexes millions of new images published on the web every day and allows users to perform reverse image search against that database. In other words, you can use a reference image to search TinEye's index for similar ones and find the URLs hosting those images. This technique is especially useful in identifying platforms involved in visual disinformation campaigns. In this demonstration, we will use TinEye to find the extensive online footprint of a person of interest. We will start by inputting the person's alias into the alias entity. On the alias entity, we run the to social account using namecheck transform. This transform will return all the social media accounts registered with usernames identical to the alias we provided, as the namecheck database checks against over 90 popular platforms. Once the social media accounts are returned onto our graph, we run the to URLs within properties transform to retrieve the URLs of the accounts. This completes the first phase of mapping the person's social media presence.
Next, we run the Two Entities IBM Watson transform to obtain information such as names, images, organizations, and locations mentioned on the web pages. Depending on the purpose of your investigation, you can choose to conduct further person of interest investigation on the acquired names or look into the associated companies. In our case, we will focus on the images. Selecting the images, we will run the Search for Pages Linking to Similar Images 10i transform. The resulting backlinks will point us to where the person's images are also published, indicating other websites the person is also active on. And that concludes the final step in mapping a person's social media and online footprint. The 10i Transform set from Altigo is a powerful tool that can aid any cyber investigations involving images. All Altigo users can gain free access to the Transforms via the free trial plan. To learn more about the 10i integration, visit our website. The link is in the video description below. We hope you enjoyed this video tutorial about social media footprinting using Altigo. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, leave a comment below, and share this video with your friends, colleagues, and teams. Ja, ja. Happy investigating. Machen wir alles. Ja, das war die Theorie. Kommen wir jetzt mal zur Praxis. Stichwort Ransomware. Im Raum Stuttgart wurde ein Automobilzulieferer, ein klassisches mittelständisches Unternehmen, um einen fast zweistelligen Millionenbetrag erleichtert. Das Ganze funktionierte wie folgt. Jedes Unternehmen hat ja heute eine Webseite. Und diese Webseite muss für ein Unternehmen mit einem Impressum versehen sein. Auf diesem Impressum muss die Geschäftsleitung namentlich genannt werden. Was du nicht angeben musst, ist E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Geschäftsführers oder Vorstandsvorsitzenden, wenn es eine AG ist. Das haben die natürlich auch nicht gemacht. Sie haben stattdessen E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Telefonzentrale angegeben. Und zwar haben sie die E-Mail-Adresse der Chefsekretärin angegeben. Diese Dame hatte oder hat einen etwas selten vorkommenden Nachnamen. Sagen wir mal zum Beispiel, sie heißt Hasenbichler. Ja? Ein Name, der nicht häufig vorkommt. Erster Schritt vor einem Angriff, Zielauskundschaften. Macht ein Angriff überhaupt Sinn? Kann ich bei diesem Unternehmen überhaupt was holen oder sind die kurz vor der Pleite? Wenn ja, wie viel könnte ich denn da ungefähr abkassieren? Was könnten die Daten denen wert sein? Und wie komme ich denn an die Daten ran? Langwieriger Prozess, ne? Ja. Alles öffentlich zugänglich, weil dieser Automobilzulieferer ist eine AG und eine Aktiengesellschaft hat eine Publikationspflicht. Das heißt, sie muss ihre Bilanz, ihren Geschäftsbericht jährlich vorlegen. Also es ist relativ einfach rauszukriegen, wo die finanziell stehen, was die für einen Umsatz, was die für einen Gewinn gemacht haben. Und dann kann ich mir ausrechnen, was ich bei denen wohl abkassieren kann. Das hat sich gelohnt. Dann haben die bösen Buben Folgendes gemacht. Sie haben mal recherchiert nach diesem Namen Hasenbichler. Was findet sich da so alles? Und dazu haben Sie wahrscheinlich diese Software Maltego genutzt. Maltego ist eine Metasuchmaschine, die in allen möglichen verfügbaren Quellen nach dem Suchprompt eben sucht. Und diese Informationen, die sie dann findet, miteinander verknüpft und ein Profil erstellt. Und siehe da, sie hat was gefunden. Und zwar in einem dieser sogenannten sozialen Netzwerke. Ich nenne sie immer asoziale Netzwerke. Dort fand sich ein Eintrag, dass eine junge Dame von einem Gymnasium in Baden-Württemberg
bei irgendeinem Wettbewerb, ich weiß nicht bei welchem, tut auch nichts zur Sache, einen Preis gewonnen hat. So. Und diese junge Dame hieß Hasenbichler. Könnte das die Tochter dieser Chefsekretärin sein? Wie alt ist die? Mal nachschauen. Ja, steht da in den sozialen Netzwerken? Ja, die ist so und so alt. Vorname der Sekretärin war ja auch genannt. Ja. Lässt Rückschlüsse zu auf das Alter dieser Dame? Ja, könnte passen, könnten Mutter und Tochter sein. Stellte sich raus, dem ist auch so. Name der Schule war genannt. Anlass war genannt, warum, wieso, weswegen, welcher Wettbewerb und welcher Preis. Nächster Schritt, wir analysieren mal die Umgebung der Schule. Google Maps. Google Maps, sag mir doch bitte mal, gibt es in der Nähe dieser Schule ein Krankenhaus? Gibt es. Gibt es in diesem Krankenhaus eine Unfallabteilung? Nichts leichter als das. Ich gehe auf die Webseite der Klinik und gucke mal nach, was die so für Abteilungen haben. Ja, natürlich, es gibt eine Unfallchirurgie. Toll. Wer leitet die? Professor, was weiß ich. Stellt vor, sein nettes Team. Stationsarzt, Chefarzt, Krankenschwester, ja, bis zur Pflegerin, Helferin oder wie die heute heißen. Alles da. Toll. Wer hat nächste Woche Dienst? Tagsüber, während der Schulzeiten. Das herauszufinden ist jetzt auch nicht gerade Raketenwissenschaft. Gibt ja Dienstpläne und die hängen meistens an irgendeiner Glasscheibe ausgestellt. Brauche ich also nur lang zu laufen, nachzugucken. Gut. Also am nächsten Montag von 12 bis 18 Uhr hat der liebe Herr Doktor Siebenfußdienst und der wird dann unterstützt von Schwester Gerda und Schwester Martha und der Pflegehelferin Nicole. Toll, super, wissen wir jetzt auch. So, was machen wir jetzt? Wir gehen hin, kopieren von der Webseite dieser Schule den Briefkopf und verfassen eine schöne E-Mail an die Frau Hasenbichler. Liebe Frau Hasenbichler, wir müssen leider mitteilen, Ihre Tochter hatte in der Schule einen Unfall. Sie liegt in dem und im Krankenhaus auf der und der Station an bei der Arztbericht als PDF. Ja, den Rest können Sie sich denken. Natürlich hat die Mutter die PDF geöffnet. Kann man ihr auch nicht verdenken. Es war aber nicht der Arztbericht. Also es war zwar ein Arztbericht, ja, aber das gab noch ein kleines embeddedes Stückchen Software. Und das war es dann. Das hat dieses Unternehmen 4,3 Millionen Euro gekostet. Herzlich willkommen zu OSINT, Informationsbeschaffung aus öffentlichen Quellen. Alles, was ich heute hier erzähle, ist gefährlich. Darf nachgeahmt werden. Ich empfehle aber dringendst, bitte nur im stillen Kämmerlein tun und vor der Veröffentlichung von angeblichen Ergebnissen diese auf Wahrheitsgehalt gründlich überprüfen. Es gibt im Strafgesetzbuch so zwei Paragraphen, die nennen sich üble Nachrede und Verleumdung. Alles Weitere dazu erzählt euch der Anwalt eures Vertrauens, der nimmt euer Geld. So, da waren wir schon. Wir beschränken uns auf OSINT. Ja, wo kann ich das anwenden? Wo ist das nützlich? Bei Pentesting und Hacking. Ein Angriff auf ein System, von dem ich nichts weiß. Wenig sinnvoll. Private Ermittlungen. Betrügt mich der Lebenspartner? Bescheißt mich der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Ist mein Nachbar vielleicht ein potenzieller Terrorist? Kann heute alles sein. Wirtschaftsanalyse, sprich, ich möchte mich an einem Unternehmen beteiligen, wie auch immer. Was ist das für ein Unternehmen? Was treiben die so? Sind die seriös?
Wer steckt dahinter? Wem gehört das Unternehmen? Und so weiter und so fort. Sogenannter investigativer Journalismus, Unternehmensermittlungen und viele andere. Wir hatten vorhin in dem Vortrag das Thema Versicherung. Ich komme von der Versicherung ursprünglich. Möchte ich dieses Unternehmen wirklich versichern oder eher lieber nicht? Wie halten dies denn so mit Sorgfalts- und Meldepflichten? Wie halten dies so mit Mitarbeiterschulung? Was für Mitarbeiter haben die überhaupt, eigene Mitarbeiter? Oder bedienen sie sich sogenannter Leih- und Zeitarbeitsfirmen und so weiter und so fort? Alles Dinge, die natürlich dann sehr interessant sind. Ja, welchen Nutzen hat OSINT für die physische Sicherheit? Einmal die Verbesserung von Ressourcenzuweisung, sprich als Sicherheitsverantwortlicher kann ich OSINT-Methoden nutzen, um Risiken in Geldwerten zu quantifizieren. Sehr interessant für meine Kollegen Admins, wenn es mal wieder darum geht, wir brauchen mal wieder Geld für die IT-Security und ich muss jetzt mit der Schlipsfraktion verhandeln. Die Sprache verstehen Sie. Die Sprache verstehen Sie. Alles andere bringt gar nichts. Man muss Ihnen wirklich plastisch vor Augen führen, so schaut's aus und wenn es hier knallt, dann sind wir so viel Geld los. So, und jetzt entscheide bitte lieber Schlipsträger, ja, ob du mir die Kohle gibst oder ob du sagst, nee, wir lassen es drauf ankommen. Okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Minderung von Risiken, natürlich, klar. Je mehr ich weiß, bevor ich irgendetwas tue, desto besser. Und desto eher kann ich potenzielle Risiken schon im Vorfeld erkennen. Gegebenenfalls von der Aktion die Finger lassen. Ich kann aber auch Sicherheitsvorfälle verhindern. Früher haben wir ja gesagt, okay, Blacklisting, Whitelisting, stringentes Regelwerk, ja. Heute gehen wir ja zum Beispiel bei der XDR-Geschichte oder Endpoint Detection davon aus, wenn uns irgendetwas vor oder etwas komisch vorkommt, sagen wir es mal ganz flapsig, ja, dann schauen wir uns erstmal an, was da los ist und schauen auch einem potenziellen Angreifer erstmal auf die Finger. Und erst wenn wir merken, der macht Dinge, die er nicht tun soll und die er nicht darf, dann hauen wir ihm auf dieselben. Hat für uns den Vorteil, ja, wir können ihn schon während seiner Aktivität verfolgen und gegebenenfalls dadurch Einfallstore, Sicherheitslücken finden und entsprechend reagieren. Und das natürlich immer schneller. Zeit ist Geld und eine Sicherheitsmeldung oder eine Meldung, wir hatten einen Angriff, die 3 Wochen alt ist, damit kann der beste Forensiker nur noch wenig anfangen. Ne? Spuren, die 3 Wochen alt sind, willst damit. Auch ein Thema Risikokapital. Ich möchte natürlich als Risikokapitalgeber schon wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mein Geld irgendwann wieder sehe und wann ich es voraussichtlich wieder sehe. Und das möchte ich vorher wissen, damit ich dir sagen kann, wie viel Prozent deines Unternehmens ich für mein Geld haben will. Stichwort Höhle der Löwen. Open Source Intelligence is a modern technique. It has been around since the very beginning. In fact, during the Second World War, Lieutenant General Samuel B. Wilson, who headed the American Defense Intelligence Agency in the 70s, made an astounding claim that he received 90% of intelligence data through open sources. But what exactly is open source intelligence and what does it mean in the modern age of technology? Well, in simple terms, open source intelligence or OSINT refers to the process of gathering publicly available information about a person, company, or an organization from a variety of sources that are accessible for anyone to see. These sources can range from social media platforms and websites to public records and news articles. For example, let's say you want to find out more information about who this particular person hangs around with, but when you go to their Facebook's friend list, you notice that they've hidden or concealed this information. So what can you do in a scenario like this? Well, if you go ahead and open up their profile photo, cover photo, or any other post made by them that is set to public, you can look at the likes or comments to possibly get some clues, such as the full names of their friends and the people they frequently interact with. This small amount of intelligence that we just gathered is called open source intelligence. Now you might be wondering that, okay, so what if we got their full names? How can we find more about them? Well, this is where our first OSINT
a technique called Google hacking or Google dorking comes into play. But before we get into that, a quick disclaimer. While gathering publicly available information is legal, using it to compromise security or engaging in other activities with ill intent can still result in trouble real quick. This video is meant for educational purposes only and strongly discourages unethical behavior. Anyway, coming back to the topic, Google dorking involves utilizing Google's search engine with special search operators to find information that may not be easily found through regular searches. For example, let's say we're looking to purchase a wireless Wi-Fi adapter and we conduct a search on Google. In this scenario, Google will present us with wireless adapters available on different websites from across the globe. But what if we specifically want to see search results from a particular website like Amazon? Well, in that case, we can employ a special search operator called site:, followed by Amazon.com in the search query like this to exclusively see search results limited to Amazon. This practice is essentially what we refer to as Google hacking or Google dorking. Now, similarly, if you possess the full name of your target, you can go ahead and search for every publicly available PDF, Excel, or Word document posted online containing that exact name, using the file type search operator. To accomplish this, you would first enter the victim's name enclosed in inverted commas like this, and then write file type to specify the types of files you want to search for. The our search operator used here tells the search engine to also include Excel and Word documents in the search results. After hitting enter, the search results will display all the documents that may be associated with the provided name. This can be very effective as the documents found might include court records, resumes, or other official documents that can give insight into a person's life. The beautiful aspect of Google dorking is that if you wish to refine these search results even further by targeting a particular website such as the victim's university or workplace, you can achieve it by incorporating the site:, search operator we discussed earlier. Now, if you would like to experiment with different search operators on your own, I will provide a link to a cheat sheet in the description down below that includes various search operators specifically tailored for open source intelligence. Additionally, you can also visit a website called the Google Hacking Database where several people have created and posted multiple search strings to find juicy information. Now, if your victim has a photo of themselves as their profile picture, you can conduct a search for them based on their facial features using a fascinating tool called Demise. This tool utilizes AI facial recognition to search for the same person across the internet and help us gather additional information about their online presence. And if the victim has uploaded a photograph of themselves standing outside next to a building or something, without providing any specific information as to where they might be, you can head over to images.google.com, click on search by image, and upload that photograph to initiate a reverse image search. By analyzing the visual characteristics of the image and comparing it to similar images across the web, Google may provide valuable information about where the photograph was taken or other related details. Additionally, if you couldn't find anything using Google Images, you can also explore other tools available for conducting reverse image searches by searching for them on the internet. Next, if you have managed to obtain the email address of your victim through Google dorking or any other means, you can also conduct a reverse email search on them using a useful tool called FEOS. This tool allows you to search for social media accounts associated with an email address and explore other activities carried out by the owner of that email, such as their contributions to Google Maps. Finding multiple social media accounts of our victim is a great way to learn more about their interests. For example, a programmer is likely to have an active profile on GitHub, while an artist may have profiles on platforms like PixArt or DeviantArt. Exploring different social media accounts can provide valuable insights into the hobbies, passions, and creative pursuits of an individual. When looking for social media accounts associated with a person, there's another fantastic website called socialsearcher.com. This website allows you to perform a comprehensive Google search using the victim's full name across multiple social media platforms simultaneously and save a lot of valuable time/effort. You can also head over to checkusernames.com and search for a specific username on over more than 100 social media platforms. This tool can be very effective as many people prefer using a single username across the internet. Similar to FEOS, a website called That's Them is another great tool for finding information on both email addresses and phone numbers. Phone numbers can also provide a wealth of information when conducting an OSINT investigation. And if you're interested in learning more about phone OSINT techniques, you can check out my detailed video on the topic by clicking the I button above. Intel Techniques by Michael Basil is also a good resource which provides multiple tools to gather information about our targets from their social media accounts. This website gathers all the important links in one place, saving us time that we would otherwise spend manually going through our targets' profiles. Anyway, guys, this is it for the video. Now I could go ahead and discuss several more tools and sources that can be utilized for finding information about someone, but I want to encourage you to visit the OSINT framework yourself and explore the multiple tools available there. If you have any questions regarding the video, make sure to ask them in the comment section below, and I will see you in the next one. War's zu schnell? Warum war's langsam? Kennt irgendjemand zufällig diese beiden Damen? Also auf dem Farbfoto die im Vordergrund. Ja. Gut, persönlich kenne ich sie auch nicht, aber der Name dürfte dem einen oder anderen etwas sagen. Sie heißt Daniela Klette. Keine Nachrichten geguckt? Doch? Schön. Die wurde gefunden.
Nach fast 40 Jahren zwischen den beiden Bildern liegen 37 Jahre. Sie war damals auf dem Schwarz-Weiß-Bild jung und hübsch, nach dem damaligen Schönheitsideal, und Mitglied einer Vereinigung, die nannte sich Rote Armee-Fraktion. Vielleicht mal gehört. Ja, und sie wurde jetzt plötzlich in Berlin gefunden, entdeckt und verhaftet. Aber nicht von der Polizei. Nein, Polizei. Es war ein niederländischer Journalist, der sie mit OSINT-Methoden gefunden hat. Und dieser niederländische Journalist arbeitet für ein Netzwerk mit dem schönen Namen Bellingcat. Zu denen kommen wir noch. Und durch zwei blöde Fotoaufnahmen, auf denen sie als reifere Dame zu erkennen war, kam dieser Journalist auf die Idee, mal die Frage zu prüfen, die da oben steht. Sind diese beiden Personen identisch? Ja, sie sind es. Kennen Sie diesen jungen Mann vielleicht? Könnte ja sein, dass Sie uns schon mal gesehen haben. Haben wir hier zufällig junge Leute, die noch im Bewerbungsprozess stehen oder das vorhaben, sich zu bewerben? Ja, soll vorkommen. Ihr schaut so aus. Also ich habe in meiner Jugend auch viel Scheiße gebaut. Gebe ich offen zu, ja, Blödsinn gemacht. Und es gibt sicherlich schlimmere Fotos als die hier, die mich in unvorteilhaften Situationen zeigen. Aber die haben zwei Riesenvorteile. Vorteil Nummer eins, damals gab es noch keine digitalen Fotoapparate, also sind noch auf Papier. Und sollten die jemals irgendwo auftauchen, hätte ich die Quelle in schätzungsweise 2 Minuten ermittelt. Damals gab es mir auch noch kein Facebook, da hat man seine Freunde noch gekannt. Und diese Personen, die da in Frage kommen, die wären dann nicht mehr meine Freunde. Ja. Die Aktion hat mit einem Bewerbungsfoto von mir bei PimEye etwa 1/2 Minute gedauert. Etwa. Die beiden Fotos, die mich da zeigen, ne, diese da, das eine stammt von der GPN, ist 2 Jahre alt und das andere ist noch älter. Das ist während der Covid-Geschichte, da musste ich einen Vortrag online halten, so ohne Publikum. Wenn ihr heute im Bewerbungsprozess steht, dann dürft ihr euch sicher sein. Das Erste, was diese Recruiting-Fuzis, ich nenne die mal jetzt so, ja, was die machen, das Allererste, ist genau das. Bewerbungsfoto, PimEye oder ein ähnlicher Bildsuchdienst und mal gucken, was wir finden. Alles, was wir finden, kann später in einem Gespräch gegen sie verwendet werden. Und fällt dir auch auf die Füße. Anderes Thema, wenn wir über Bewerbung im IT-Bereich sprechen, das habe ich auch hinter mich bringen müssen, gibt es Positionen, wo gesagt wird, sind Sie mit einer Sicherheitsüberprüfung einverstanden? Klar, ich will ja den Job haben. Ja, und ohne, dass ich da Einverständnis erkläre, kriege ich den nicht. So, jetzt könnt ihr euch selbst vorstellen, was bei dieser Sicherheitsüberprüfung abläuft. Genau das hier. Im Dreck wühlen finden wir irgendwas, ja, wo wir sagen könnten, der ist kompromittierbar, der ist erpressbar und damit bist du schon als Kandidat durchgefallen. So, kommen wir weiter zur Praxis. Glauben ist nicht Wissen. Das habe ich mal lernen müssen. Bin zwar kein Jurist, aber es stammt aus dem Jurastudium. Ja, gut, glauben darf ich alles, muss ich aber nicht, Gott sei Dank. Tue ich auch nicht. Vor allen Dingen das, was in den sogenannten Medien so erzählt wird.
Und zwar gab es ja vor einiger Zeit im Suezkanal diesen Vorfall, wo angeblich auf einem Frachtschiff jemand auf die Idee kam, plötzlich einen Kurs zu fahren, der, wenn man ihn visualisiert, so ähnlich aussieht wie ein irrigiertes männliches Glied. Und das hat dazu geführt, dass ein großes Containerschiff in der meistbefahrenen oder einer der meistbefahrenen Seefahrtsstraßen der Welt auf Grund gelaufen ist und lag diagonal in der Fahrrinne. Ging nichts mehr. Weder rein noch raus. Tja. Das Schiffchen hieß Ever Given. Der Kanal wurde Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, 1869, gebaut. Und etwa 12% des weltweiten Schiffsverkehrs gehen da durch. Vor allen Dingen alles, was aus Asien kommt. Und aus Asien kommt heute fast alles. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir die ganzen Waren, die wir ja aus China und allen anderen asiatischen Ländern so billig eingekauft haben, die müssen wir jetzt um den afrikanischen Kontinent herum, ums Kap der Guten Hoffnung, für die, die bei Geografie aufgepasst haben, rumschiffen um die ganze afrikanische Westküste und dann bei Gibraltar entweder wieder ins Mittelmeer oder auch noch an Spanien vorbei, durch den englischen Kanal, beispielsweise nach Rotterdam. Das dauert bei gutem Wetter ungefähr 2 Wochen länger und ist ja nicht unerheblich teurer, ne? Kann man sich vorstellen. Ja, stimmt das alles so, was ich da erzähle? Alles das können wir überprüfen. Und zwar aus öffentlich zugänglichen Quellen. Und das ist alles total legal. Schauen wir uns zum Beispiel mal an. Was für Schiffchen fahren denn über die 7 Weltmeere? Heute überhaupt kein Problem. Jedes kommerzielle Schiff wird heute getrackt. Entweder durch das AIS. Das hat eine Reichweite von 30 Meilen, Seemeilen, also etwa 60 Kilometer, und dient vor allen Dingen der Antikollision. Das zweite ist Satellit. Ja, dem Satellit entgehst du nicht. Das heißt, ich kann also heute sehr genau nicht nur die Position eines jeden Schiffchens feststellen, oh nein, ich kann auch feststellen, mit welcher Geschwindigkeit und welchem Kurs ist es unterwegs, und im Transportgewerbe, bei allen Dingen in der Reederei, wird mit dem Cent gerechnet, mindestens mit dem Cent, wahrscheinlich noch mit Viertelcent und Achtelcent. Das heißt, jeder Schiffsdisponent, genau wie jeder Disponent einer Spedition, weiß heute ganz genau, wo seine Schiffe unterwegs sind, welchen Kurs sie fahren, welche Geschwindigkeit. Wahrscheinlich weiß er auch die Drehzahl der Maschine, den Spritverbrauch, den Öldruck und die Raumtemperatur in der Offiziersmesse. Ja? Da ist alles überwacht, bis zum Anschlag. Einfach, weil die halt so genau mit dem spitzesten Bleistift kalkulieren müssen. So, marinetraffic.com ist ein Freund. Und wie wir sehen, da ist eine ganze Menge unterwegs auf den 7 Weltmeeren. Vor allen Dingen da so rund um Afrika. Und Moment, jetzt, das wollte ich jetzt nicht. Moment, wieder zurück. Komm her. Der Knopf. Jawohl. So. Und das da ist der Suezkanal. Ganz schön was los, ne? Auch ganz schön eng. Ich habe mir sagen lassen, da darf nicht jeder fahren. Da brauchst du eine spezielle Zulassung, damit du da durchfahren darfst. Und Anfänger werden die da bestimmt nicht fahren lassen. Aber Satellitentracking ist noch viel schöner.
Satellitentracking sagt mir nämlich nicht nur, wo das Schiffchen ist und wo es hinfährt, sondern auch noch, was für ein Schiffchen es ist, was es gegebenenfalls geladen hat, wie schwer und wie groß es ist. Und ich weiß nicht, was noch alles. Zum Beispiel sowas. Fällt einem von euch etwas auf? Niemand? Mal gucken, ob ich dahin zielen kann mit dem Ding da. Heißt? Bewaffneter Begleitschutz. Was transportiert dieses Schiffchen wohl? Könnte sein. Könnte auch sein. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wo der Suezkanal geografisch liegt. Da steht irgendwas, glaube ich, von Medina. Das ist in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat eine sehr große Militärmacht und ist im Krieg mit seinem Nachbarn im Jemen. Saudi-Arabien ist auch sicherlich an der Finanzierung der einen oder anderen islamistischen Organisation beteiligt. Und die sind leider nicht alle friedlicher Natur. Ich weiß nicht, was dieses Schiff transportiert, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall dürften es Waren mit hoher Begehrlichkeit sein, wie das im Versicherungschinesisch heißt. Also Dinge, die gerne gestohlen oder geraubt werden. Das auf jeden Fall. Was könnte das wohl sein? Ich glaube nicht, dass es Erdöl ist. Saudi-Arabien hat genug Erdöl. Ja, schauen wir uns erstmal das Suezgebiet an. Wie sieht das aus? Eine sehr enge Fahrrinne und ein paar große Seen. Und nur auf diesen großen Seen konnte man überhaupt Manöver fahren. In der Kanalrinne praktisch gar nicht. So. Ging ja gar nicht. Wo hat denn die Ever Given das Schicksal, Anführungszeichen, getroffen? Ja, die Stelle ist markiert. Und wie man auf dem Bildchen sehen kann, gibt es dort eine Gruppe von Schiffen rundherum. Schauen wir uns das mal unterm Zoom an. Was sind das denn für Schiffchen, die da rundherum platziert sind? Da können wir erstmal ganz deutlich sehen, der rote Pfeil soll es zeigen. Da liegt ein ziemlich großes Wasserfahrzeug diagonal mitten in der Fahrrinne. Vollsperrung. Und die Schiffchen rundherum sind identifiziert als Schlepper- und Baggerschiffe. Baggern okay, Fahrrinne muss ausgebaggert werden. Aber was haben Schlepper im Kanal zu suchen? Die sind normalerweise nur im Hafengebiet erforderlich. Wenn der in der Fahrrinne ist, fährt der mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Kurs kann er auch nicht viel machen. Gibt der Kanal vor. Wozu also Schlepper? Ja, dann können wir uns zu der Ever Given Informationen anzeigen lassen. Was das für ein Schiffchen war. Ein Containerschiff, wie groß, wie schwer. Können uns das Ganze auch noch auf planet.com als Satellitenbild mal zeigen lassen, um einen Eindruck zu gewinnen, wie das aussieht. So sieht das dann aus, wenn ein Hubschrauber oder ein Flugzeug das Ganze fotografiert. Also man sieht, der macht hier quasi die ganze Schiffsstraße zu, geht gar nichts. Muss jetzt ein bisschen Gas geben, sonst kommen wir in der Zeit nicht hin. Ja? Wirft also viele Fragen auf. Und die Erklärung, dass da irgendein Dösbaddel, wie man in Norddeutschland sagt, ja, sich an den Joystick stellt und so ein großes Schiff einfach mal so ein ja, Spaßmanöver fährt. Will ich das glauben? Wenn ich weiß, dass der total überwacht ist über GPS und Satellit? Dass die Daten aufgezeichnet werden?
dass so etwas der Verlust des Kapitänspatents und somit der Existenz des Kapitäns bedeutet? Fällt mir schwer zu glauben. Aber okay, anderes Thema. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wie ich so schön die Leute berate. Waset, schon mal gehört? Ne? Also wenn ihr es hört, kann er es gleich vergessen. Ist eine tolle Erfindung, nennt sich World Association of Science, Engineering and Technology. Dahinter steckt wahrscheinlich, bewiesen ist es noch nicht, ein ehemaliger türkischer Lehrer für Naturwissenschaften mit dem schönen Namen Cemal Adil. Und diese Organisation veranstaltet seit Jahren scheinwissenschaftliche Konferenzen auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn du dort deine wissenschaftliche Dissertation oder Habilitation oder was auch immer vor Fachkollegen präsentieren willst, musst du eine Menge Geld bezahlen, dass du da teilnehmen darfst. Denkst dir, naja, da sitzen die Koryphäen meiner Fakultät, ich bin in einem tollen Hotel mit Tagungszentrum. Und dann stellt sich fest, das ist nicht ein tolles Hotel, sondern das ist eine alte Absteige und die, die da sitzen, sind vielleicht eine Handvoll irgendwelche Leute mit akademischem Hintergrund, aber das sind nicht die Koryphäen, die du erwartest, aber dein Geld ist weg. So. Sind natürlich einige Leute drauf eingefallen, haben ihr Geld eingebüßt, aber man will natürlich wissen, wer steckt hinter Waset. Ist das dieser Cemal Adil? Und er ist es ja nicht alleine, mit Sicherheit nicht. Also wer sind die Drahtzieher dieser Betrugsmasche? Ja, was habe ich schon gesagt? Zuerst haben wir mal versucht, die Identitäten der beteiligten Personen zu ermitteln. Leider nicht funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, es gibt ja eine Domain, waset.org, und die können wir ja mal durch Dokumenten und andere Dateien durchsuchen. Vielleicht finden wir irgendwas, irgendeinen Anhaltspunkt, der uns zu den Betrügern führt. Und wenn man das macht, dann kann man so Sachen finden wie zum Beispiel Benutzernamen, E-Mails, Netzwerke und andere Informationen. Aber leider Gottes, die Metadaten brachten nur Informationen über Waset, aber nicht über den Eigentümer oder die Täter. Das kann passieren. Neuer Versuch. Google Tag untersucht. Das war schon etwas aufschlussreicher. Ja, die haben eine schöne große Datenbank und speichern über 5 Jahre zurück. Und als man www.waset.org.tech, den Tag mit der Datenbank verglich, fanden sich zahlreiche Webseiten mit demselben Tag. Also dieser Inhaber der Domain hat offensichtlich mehrere Unternehmen, die von ihm verwaltet werden. Na, vielleicht findet sich da irgendwas, wo man rauskriegen könnte, wer er ist. Bingo. So, Fazit. Es ist ein aufstrebender Bereich, auch wenn man es studieren will. Es gibt einen Studiengang für OSINT mit Masterstudiengang. Ja, alles andere, denke ich mal, kann man sich selbst denken. Na? Haben wir noch irgendwas? Es ist sicherlich nichts, was man mal gerade so nebenbei macht. Es ist sehr zeitintensiv. Es bedarf einer hohen Frustrationstoleranz. Und um es nochmal zu sagen, bevor man seine angeblichen Ergebnisse als Wahrheiten in der Öffentlichkeit verkaufen will, bitte vorher sicherstellen, dass dem auch so ist. Schönen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch. Tschüss. Ja, danke Uli. Theoretisch haben wir noch Zeit für 1 oder 2 Fragen, je nachdem, wie schnell es geht. Oder auch nicht. Alles klar, dann danke nochmal und eine schöne weitere MRM-CD für euch.